Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Fail Minecraft. In der letzten Folge haben wir gebaut, gebaut und gebaut und trotzdem sieht man nichts. Das werden wir hoffentlich in dieser Folge ändern. Mal gucken, ob das wirklich möglich ist. Ich würde jetzt gern heute mal Wände bauen. Also, wir sind immer noch bei 7:0. Ich bin nicht draufgegangen und ich kann mich nicht bewegen. Ach ja. Hier, doch, ich kann mich doch bewegen. Wenn man die Finger auf die Tastatur legt, geht das auch viel besser. Was ist eigentlich passiert? Haben wir wieder irgendwelchen Besuch? Ich hoffe nicht. Ich habe ein bisschen rumgeschraubt an der Performance und guck mal, ob wir jetzt ohne Lag aufnehmen können. Mal schauen, ob das funktioniert. Ich habe Holz. Das nehmen wir mal mit. Ich weiß noch nicht, ob wir hell oder dunkel bauen. Und ich hätte hier Cobblestone, aber das ist jetzt nicht so schick. Ich habe auch noch Schaufeln. Mal gucken. Also wenn wir nicht angeknabbert werden. Stimmt, wir hatten ja hier gebaut. Das war schön. Ich wollte mal gucken, wie helles Holz zu dunklem Holz aussieht. Auch wenn wir das eigentlich oben schon mal kurz gesehen hatten. Bei diesen komischen Türen, die ich gebaut habe. Das hat auch überhaupt keine Maserung. Ne? Das verschwindet dann komplett. Das heißt, da hätten wir so lange Latten. Die gehen auch rundrum, sind die gleich. Da soll jetzt nicht so bleiben, das ist nur mal zum Gucken. Nur gucken. Nicht anfassen. Eigentlich nur, um mal zu schauen, was hier so passiert, wenn man jetzt hier sagen würde. Also das muss nicht, das bedrückt mir das hier alles zu sehr. Das ist eigentlich nur, um zu gucken, was passiert, wenn wir mit Holz arbeiten würden, in zwei verschiedenen Farben. Das obere Holz macht halt so eine schöne Struktur. Ich wollte auf alle Fälle mit euch heute noch kurz mal Tannenholz holen, um zu gucken, ob welche Struktur das hier hat in dem Texture Pack und wie das aussieht. Und ich weiß gerade nicht, ob die Musik zu laut ist. Wahrscheinlich ein bisschen, ne? Ja, die ist ein bisschen arg laut. Jetzt komme ich da wieder nicht hin. Tut mir leid, die muss dann leider raustappen. Tut mir leid, ihr habt kurz schwarzen Bildschirm. Jetzt gucken wir auch noch Organ an und das wird ja noch lauter. Back to game und wieder auf F11. So, Bild ist auch wieder da. Jetzt sind wir bewaffnet, ja. Das lasse ich jetzt mal kurz, aber nee, das lasse ich nicht. Ups, hab ein Loch gemacht. Ich hoffe nicht. Also man könnte natürlich überlegen, das hier erstmal. Ich nehme mal das da raus. Steht da irgendeine Spinne vor der Tür? Ne. Ich mache hier mal das andere Holz hin, nur um zu gucken. Wir gucken nur, ne? Das könnte auch Glas werden oder sonst irgendwas anderes. Und das hier. Das geht aber nicht, dass du da bleibst. Und ich habe nicht auf Repeat gemacht, sehe ich gerade. Aber es wurscht. Die Musik sollte wenigstens eine Folge halten. Hoffe ich. Behaupte ich einfach. Ja, ja. Sieht so ein bisschen wie ein Schiff aus da unten, ne? Hier oben auch. Durch diese Wölbung. Ich habe überlegt, ob wir das nicht komplett symmetrisch bauen. Dann wäre der Eingang da unten so fast die Symmetrieachse, aber nur fast. Obwohl, so ziemlich sogar. Die ist ja unten, genau. Unten ist das ja ziemlich symmetrisch. Und zwar ist das der hier. Klatschen mal hier schnell einen hin. Da ist die Tür drunter. Ach, Mann, dieses Lied. 1, 2, 3, 4 sind es in die Richtung. 1, 2, 3. Bitte. 1 ist dann der, der ihn hier trifft, ne? Passt schon. Ach komm. Da wollte ich nichts hinbauen. Ich fange schon wieder so an, wie ich aufgehört habe. Bau lauter Stuss. So. Wenn man es nämlich wirklich genauso bauen würde wie drüben, dann würden wir das hier wegschaufeln. Und dann würden wir hier auch zumachen, weil ich das ja überlegt hatte, ob wir das nicht von oben. Also als ich das gebaut habe, hilft mir die Folgen angeguckt, als ich diesen Gang unten gebaut habe und da habe ich davon gesprochen, das hier irgendwann mal oben zuzubauen.
Und so ist das auch besser. Hier mit der Wand, das weiß ich noch nicht. Ich glaube, das geht irgendwie hier hinten dann. Irgendwo muss das Haus hier dann mal fertig sein. Ich weiß noch nicht, ob das schon unser Schlafzimmer ist oder ob das Ganze höher wird. Aber ich möchte ja in die Richtung zum Sonnenuntergang gucken. Das steht ja schon mal fest. Mir wurden auch jede Menge Mods vorgeschlagen. Timbermod und was weiß ich, hatte ich ja selber schon mal angesprochen. Ich glaube, die wäre ganz praktisch. Aber ich habe noch nie gemoddet und ich spiele halt lokal. Also ich weiß nicht, ob dann alles läuft, was man so an Mods haben kann. Oder ob ich dann auf meinem Server spielen müsste. Aber dann habe ich halt das Problem, sobald man halt... ich müsste immer, wenn ich mit der Aufnahme aufhöre, müsste ich auch den Server sofort stoppen, weil sonst geht die Welt weiter. Das Problem hat man halt nicht, wenn man lokal einfach das Spiel ausmacht, ne? Dann gibt es dieses Problem nicht. So geht das dann weiter, oder? Müsste schon hier sein. Wie jetzt? Ach so. So irgendwie. So sieht das jetzt da drüben auch aus. Und dann geht es tatsächlich noch weiter rüber. Und das da unten ist eigentlich aktuell nicht da. Dann holen wir es mal wieder raus. So. Und wie weit habe ich dann da noch rüber gebaut? Da habe ich bis... Warte mal, ich muss schon wieder husten. Einen Moment, Entschuldigung. Noch schnell hier mein Cappuccino getrunken, hier rumsteht. 1, 2, 3, 4, 5 Stück bin ich da schon rübergegangen. Das sieht aber komisch aus. Wenn ich da 5 rübergehe. 1, 2, 3, 4, 5. Also ich muss mal schnell gucken, ob ich wieder Viecher angemacht habe. Ich habe nämlich was in einer anderen Welt... Oh, dachte ich mir doch, irgendwas ist falsch. In einer anderen Welt was ausprobiert. Und hatte keine Viecher mehr an. Ja, ja, Höhlengeräusch. Hört sich an wie ein Zug in dem Texture Pack. Ist total komisch. Also. Ja, das ist aber auch interessant, ne? Jetzt sind wir hier vorne. 2 Stück und dann geht's hier so schräg hinter. Sollen wir das machen wieder drüben? 2 Stück und dann schräg hinter. Das heißt ja... Dann hierhin. Wie weit ist ein schräg hinter? Das sehe ich überhaupt nicht. 1, 2 und dann nach hinten ziehen, glaube ich. Und hier hinten? Genau das gleiche, glaube ich. Und ich muss schon wieder husten. So, mal gucken. Irgendwie so. Das würde vielleicht könnte man hier so einen halbrunden Raum draus machen oder irgendwie sowas. Das wäre eigentlich ganz cool. Und eine Kuppel drüber. Wir wollten ja irgendwie was komisch Modernes oder irgendwie so. Hier drunter ist ein bisschen flach für einen zweiten Raum. Aber wenn wir jetzt hier die Erde rausrupfen würden... Wie das hier wird, weiß ich noch nicht. Und wie man das hier anschließt, weiß ich auch nicht. Aber man könnte schon hier drunter irgendwas machen. Weiß noch nicht was. Aber es ging. Das ist die Hauptsache. Oh, Krabbel. Cool. Der sieht auch richtig krabbelig aus. Da könnten wir ein paar Wege mitmachen. Der ist schön in dem Texture Pack. Das gefällt mir. Das sieht hier ein bisschen komisch aus. Habe ich mich da verbaut? Oder sieht das einfach nur so aus? Ach, ich muss hier, glaube ich, einfach einen hinbauen. Genau, weil man den von oben nicht sieht. Ja, das muss ich mir noch überlegen, wie das hier so wird. Aber das wäre halt hier jetzt so eine Überlegung. Das muss ich mir überlegen, wie das wird. Das wäre eine Überlegung. Sprich dich aus, Tami. Sprich dich aus. Bisschen
Lämpchen überall hin und hier noch ein bisschen Boden rausrupfen. Was wir nicht vergessen dürfen, da habe ich jetzt nicht aufgepasst oben. Wir hatten ja gesagt, wir machen uns hier so einen schönen Garten, ne? Wie viel habe ich denn da jetzt schon weggerupft? Ah ne, der kann hier noch hin. Dass man irgendwie von seinem, vielleicht vom Schlafzimmer dann schon raus auf die Terrasse ging. Mir gefällt das eigentlich ganz gut, wenn man hier so auf einer anderen Ebene als unten im Erdgeschoss auch rauskommt. Ach, die Sonne geht schon wieder unter. Stellt euch das jetzt zum Beispiel mit einer Glas, hier wäre eine Glaswand und dann eine Tür oder irgendwie sowas. Aber eine Glaswand, die halt bis hoch geht oder so. Und das wäre jetzt irgendwie der Raum, der halt eigentlich von oben dann eher rund aussieht. Also gegebenenfalls ziehen wir das halt wirklich noch vor, damit der Raum komplett rund wird. Und hier halt ziehen wir es noch ein bisschen weiter hinter. Aua. Das hört sich natürlich super an auf dem Kies. Und ich weiß nicht, was diese zweiten Ebenen hier oben sind, aber die kann man wahrscheinlich sowieso nicht viel nutzen, weil, jetzt wird es wirklich dunkel, weil ja da diese Kuppel da drauf kommt, die ich noch nicht weiß, aus was wir die machen. Ich weiß nicht, ob die aus Glas gut aussieht oder eher doof. Ich habe noch nie eine Kuppel gebaut, das wird noch was werden, du. So. Mir gefällt das so schön. 00. Gute Nacht. Habe ich wirklich gesagt, mir gefällt das so schön? Mir gefällt das so sehr, wollte ich sagen. Ich finde das so schön, so rum. Oh, ich habe hier die ganzen Lämpchen abgebaut. Einen Schwachsinn mache ich, hey. Nix mehr an Lämpchen da. Alles weggegraben. Da ist aber noch beleuchtet, ne? Da ist auch beleuchtet. Nicht, dass uns da irgendwie was Gute Nacht sagt. Demnächst. Also. Wie lange haben wir jetzt schon wieder gequatscht? 12 Minuten. Mir wurde, wie gesagt, vorgeschlagen, dass ich doch die Nacht über innen ausbauen soll. Aber wenn ich jetzt noch weiter innen ausbaue, dann tut sich halt gar nichts mehr. Und ich habe immer noch nicht ausgemacht, dass diese Creeper nichts kaputt machen können. Beziehungsweise, dass die Endermen nichts klauen. Hier schaufeln wir noch weg. Aua. Hab ich noch? Ja, ja. Ich bin ja hier gerüstet. Ach, das ist falsch. Also wie gesagt, hier weiß ich nicht so ganz, was das wird. Und, das rupfen wir trotzdem erst nochmal raus und gucken, was wir damit machen später. Man könnte sich hier halt einen Fußboden denken, ne? Also das wäre ja die Deckenhöhe ungefähr von dem anderen Zeug. Und wir können ja unten unsere Höhle auch mal noch ausbauen, also unsere Keller. Das muss ja nicht die Strecke bleiben, die ich bis jetzt eingezeichnet habe, indem wir da die Decke verlegt haben. Aber man kann es halt schon sich als Gang hier vorstellen. Also das finde ich eigentlich ganz nett, wenn das hier so der Gang wäre im Haus. Und falls das hier doch ein anderer Raum wird, dann wird der Alter ab hier einen anderen Boden bekommen. Wolle oder sonst irgendwas, also Teppich. Zum Beispiel. Und hier geht es dann nach oben, auch im Haus halt. Und dann kommt dieser komische, der Schlafzimmer-Dom. Also Dome in dem Fall, ne? Also Kuppel. Ich finde es nicht so toll, dass der vorne so abgeschnitten ist. Also vielleicht können wir den wirklich ein bisschen abrunden. Wenn wir das machen würden, müssten wir hier wahrscheinlich... Also hier hört er wirklich einfach so auf. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ist eigentlich eine schöne Zahl. Aber der wird ja noch so wahnsinnig weit vorgehen, wenn wir den wirklich hier bis 5 oder so zusammenlaufen lassen. Aber ein bisschen können wir noch mal schauen, wie das gleich aussieht.
Den lassen wir jetzt noch hier, den können wir später austauschen. Der zeigt uns halt die Mitte an. Dann sieht man die besser. Habe ich hier jetzt einfach hochgezogen, ja, ne? Und hier so runter. Und dann würde er hier an der Stelle irgendwie nach unten ziehen. Was, glaube ich, komisch aussehen. Also immer noch unsere Mitte. Weiß gerade nicht, ob ich da was Sinnvolles baue. Und dann... Den habe ich überlegt, der kommt weg. Der soll nicht bis oben durchgehen. Das habe ich mir offline angeguckt gehabt, als ich die Screenshots gemacht habe, weil ich vergessen hatte, im Spiel Screenshots... Ach so, ich verhunger. Ich dachte, das ist irgendein Viech. Ja, wir essen schon Brot. Und ein paar Äpfel. So, jetzt hier. Da hatte ich Screenshots gemacht und diesmal muss ich dran denken, Screenshots zu machen, sonst habe ich wieder kein Bild für ein Thumbnail. Irgendwas muss ich machen. Warte mal. Hier eins. Das ist ein bisschen langweilig, ne? Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen mehr hin, aber ich mache jetzt mal diesen langweiligen Screenshot hier. Man sieht nur wahnsinnig viel Holz. Das war's. Vielleicht fällt uns später irgendein anderer ein. Und da unten seht ihr, wie viel Uhr es ist. 2.26 Uhr in der Früh. Weil ich noch brav schnell was für euch aufnehme, damit auch am Sonntag was kommt. Genau, und ich muss dann unbedingt diese Woche ein bisschen vorproduzieren, denn ich bin ja von Donnerstag bis Samstag in Deutschland wieder. Auf einer Messe, falsch, auf einer Konferenz. Die Messe lassen wir aus. Da ist die nächste erst wieder im Herbst, das reicht. So. Zack. Wie breit ist das jetzt hier vorne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das ist so schwer zu zählen. Also wir könnten jetzt hier einfach so ein Zweierding machen. Und dann hätten wir auch unsere 5 hier vorne. Aber dann hätten wir jetzt so einen Sprung von 2. Aber das ist vielleicht gar nicht so blöd. Wow, das wollte ich jetzt nicht. Wie sieht das denn von unten aus? Das geht schon extrem weit vorne, das sieht nicht aus. Außerdem hält dann unsere Stütze eigentlich gar nichts mehr. Es sei denn, wir würden uns eine neue Stütze zusätzlich bauen nach 2 Stück. Hier wieder eine hin. Wir könnten uns ja mal rein gedanklich da eine hinbauen mit... Was ist denn das? Gravel brauchen wir nicht. Mit Kies und Erde oder so. Wir haben jetzt ja unten hier mit Koppel, weil ich jetzt die anderen nicht habe. Ich habe keinen Clean Stone, der nur Stone heißt eigentlich. Den habe ich nicht. So könnte man sich das vorstellen. Wenn wir sagen würden, wir ziehen es doch nach vorne. Und man... Ich finde diese Strecke hier so schön. Die können wir irgendwie ganz schön machen. Warte mal, wenn wir hier... Guck mal. So. Und so. Und so irgendwie. Dann ist das so schön strukturiert da oben hier. Dann müsste der hier dann irgendwie weg. Zum Beispiel so. Da ist auch noch ein bisschen Erde. So zum Beispiel. Und das da oben halt dann, je nachdem wie man es, wie es dann weitergehen soll, aber... Ups, ein Loch wieder reingemacht nach da oben. Guckt mal, so irgendwie. Sieht ein bisschen pompös aus, aber naja.
Und hier unten könnte man halt genauso, weiß ich nicht, dieses Muster weiterführen. Wir werden das unten so Kapitel, also hier Kapitelchen oben und unten halt, ich hab vergessen, wie die heißen. Oh, eine Schande. Meine ganze Kunstgeschichtssachen vergessen, Mensch. Braucht man auch so oft. Ich hab's vergessen. Naja, halt so eine griechische Säule. Fertig. So, irgendwie. Ne? Aber halt dann mit schönen Stufen und dass es hier halt ein bisschen schöner runtergeht und so. Das wäre halt, das könnte man irgendwie so von dieser Struktur hier oben Decke, dann halt hier in diese seltsame Bodenstruktur übergehen lassen. Aber hier ist halt einfach definitiv mittlerweile zu viel Erde. Das muss ja alles ein bisschen weichen. Aber wir werden unsere Gärten noch machen, das wird nicht komplett weg sein. Das wird auf alle Fälle irgendwie bleiben. Und Bubi hat es ja schon prophezeit, das wird bis Folge 400 oder 544, glaube ich, wird das dauern, bis das Haus fertig ist. Oder Raumschiff oder was auch immer es wird, hat er gemeint. Und ich glaube, so Unrecht hat er nicht. Und schon wieder wird hier unsere kleine Werkbank versetzt. Da kommt irgendwann mal, machen wir uns hier einen Grill hin, einen Außengrill oder so. Wo ist sie denn hin? Ach hier, da drin erkenne ich die überhaupt nicht. Ah, es wird schon wieder dunkel. Vielleicht muss ich wirklich Innenausbau machen. Es wird an der Zeit, dass wir hier oben dann mal schon das so weit zu haben, dass wir innen lang bauen können. So. Die sind schon schön, die Fackeln. Man auch wieder nichts, wenn ich so einen Sonnenuntergang, wenn ich so einen Screenshot mache. Was wir noch machen können, ist, wir könnten diesmal einen Screenshot in die andere Richtung machen. Geht uns nämlich mal der Mond auf, ist nämlich auch ganz schick. Ein bisschen mehr Spannung in unser Bild, aber nicht so einen blöden Strich dadurch. Hopp, so vielleicht. Der ist ja fett, der Mond. Tja, nichts hat sich getan in unserem Spiel. Gar nichts. Unsere Blümchen sind noch da. Da könnte man hier in den Blumengarten gehen. Das wäre natürlich auch schön. Am Ende fliegt noch die ganze Wand hier raus. Ey. Dann geht dieser Streifen da auch noch woanders hin. Freie Sicht zum Äquator haben wir jetzt eigentlich. Ah, ich muss rein. Es wird dunkel, ich muss rein. Und damit sage ich jetzt mal Tschüss für diese Aufnahme, denn die muss ja heute noch hochgeladen werden und dann noch auf YouTube richtig geschnitten und dann sieht er sie dann morgen Mittag, wenn alles klappt. Damit sage ich gute Nacht und bis demnächst. Schönen Sonntag euch!